Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Wir sind hier irgendwo, wo ich nicht weiß, wo ich bin. Wir sind da, so. Indien. Indien, na klar, das macht ja auch Sinn mit dem Pfeffer, den wir jetzt hier für den komischen König holen sollen, der uns dafür ein Schiff geben wird. Hat er uns ja so angeboten. Das ist natürlich sehr freundlich von ihm. Oh, guck mal. Hey, tief im Norden der Berge ruht ein Schrein von Dharma, wo du deine Fähigkeiten wechseln kannst. Ach, das ist der Schrein. Ich möchte ein Narr werden. Nein, warte. Ich denke, ich werde lieber ein Weiser. Nicht in der Hand ist gefunden. So, was ist hier noch drin? Oh, eine Mini-Medaille. Sehr nice. Mini-Medaillen kann man immer gut gebrauchen, weil da kriegt man ja besonders tolle Sachen für. Nö, wir schlafen nicht, wir wollen noch mit den Leuten hier reden während des Nachtes, weil die haben ja andere Texte während des Nachtens. So. Ich habe gehört, die Entführer leben in einer Höhle in der Nähe. Welche Entführer? Prima, du findest TNT-Ticket. Welche Entführer? Das möchte ich jetzt gern mal wirklich wissen. Oh, die heilige Oma. Der Archfried. Was? Der Archfried? Muss aufgehalten werden. Der Archfiend muss aufgehalten werden, gell? Er verdient nur Dunkelheit und Tod. Wenn er nicht gestoppt wird, muss jeder in ständiger Angst leben. So, das war die Oma, die spricht so. Habe ich mir jetzt gut ausgedacht, finde ich selber. Das habe ich noch überhaupt nicht gemacht. Sonst lasse ich die immer so sprechen. Oder ich lasse sie so sprechen. Naja. Gehen wir jetzt schlafen. So, willkommen. War teuer. Ja, danke schön. Ich wünsche mir auch eine gute Reise. So, wollen wir gucken hier. Warte mal, Pfefferkörner. Sollen wir noch holen? Willkommen im Warenland. Wie kann ich dir helfen? Du spinnst? Da kaufen wir uns mal eins. Auf eine Beutel damit. Gespinst. Aber wo gibt es denn jetzt Pfeffer? Hier ist auch noch was. Der Besitzer des Ladens verkauft nichts mehr, seit seine Tochter entführt worden ist. Ach so. Mir doch egal, ich beklau den auch. Ein Reisegewand. Braucht doch keinen. Mann. Nichts Interessantes. Ja, wenn da nur Reisegewänder drin sind, dann braucht doch auch keiner. Mann. Der Archfried. Wo sind die hingegangen sein? Nach Norden? Nee, Westen? Ach, ich hab's vergessen. Ja, sprich nochmal zu mir. Ich habe gehört, die Entführer leben in einer Höhle in der Nähe. Ach so, in der Nähe. Na dann. Wo versteckt man Höhlen? Oh, über uns. Da ist die Höhle. Na, dann gehen wir doch mal hin. Schauen wir mal. Hui, Gegner. Pilzmagier, Pilzmagier, Zungenbär, Zungenbär. Mary kann jetzt auch richtig mega reinhauen. Oh, Red ist schon Stufe 17. Da. Cool. Nee. Halt. Zack, 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 zack. Einfach hier alle angreifen. Puff. Da ist der Schrein, die Höhle. Die Magic of Höhle. Okay. Mal schnell sprechen. Safe. Gucken wir, wo wir lang müssen. Immer noch Wand lang. Das ist so der Windows Screensaver Effekt. Immer einfach links lang laufen. Hier geht es gar nicht erst irgendwie weiter. Auch nicht schlecht. Oh. Nett. Ich will mich erstmal noch umgucken. Hüpp. Schon mal die Türen aufmachen. Oh. Ausdauersamen. Toll. Was soll ich denn damit nur anfangen? Da ist immer nur ein Punkt drin und irgendwie verändert sich überhaupt nichts. Ach, Mist. Ich wette, wir waren da schon total richtig. Und der Rest ist einfach bloß noch so blanke Zeitverschwendung. 100%. Dann muss ich bloß nochmal jedes einzelne durchschauen. Aha. Oh.
Oh. Hi. Pick öffnet die Truhe. Eine Fresskiste. Oh mein Gott, ich habe Angst vor der Fresskiste. Peng. Boah, Alter. Was macht sie platt? Macht sie platt. Ja. Das war mal wieder knapp. Aber wir haben sie besiegt. Hihi. Heilkraut benutzt auf Pick. Heilkraut benutzt auf Pick. Was? Red hat schon... Nein. Nein. Wieder eins verschwendet. Egal. So. Das... Oh, ja, natürlich. Oh. Ein Zauberkloß. Ein Zauberkloß. Nett. Nett, 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 nett. So, was ist hier drin? Auch so ein Ding? Ne, 132 Goldstücke. Hm. Mini-Medaille. Nett. Nett, 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 nett. Türen öffnen. Alle Türen öffnen. Ist immer gut. Vor allem, wenn die Zombie-Apokalypse naht. Oh nein, noch nicht noch eine Fresskiste. Mann. Einfach alle drauf fahren. Okay, wer das? Pick. Okay, Harry. Pick. Jetzt probieren. Nein. Los. Kill Bill, mach sie platt, Mann. Ja. Kill Bill, mein Held. So. Brauchen wir noch einen? Ja, dringend. So. Ja, ich will doch nicht rein. Öffnen, Mann. 352 Goldstücke. Geil. Ich behaupte einfach mal, in dem restlichen Dingern liegt überhaupt nichts weiter drin. Wieso kann ich nicht runtergehen? Das ist doch ein Bug. Ach nee, da ist eine Tür. Eine Wand. Höh, kein Bug. So. Oh. Hi. Huh. Ein Schwert steckt in der Auslage. Toll. Pick durchsucht die Taschen, die an der Wand hängen. Nichts zu finden. Starke Samen? Cool. Nein, du sollst nicht reden. Lebenssamen? Oh, das ist was für Mary. Definitiv. Flinkheitssamen? Das ist was für Red. Weisheitssamen? Und wieder was für Mary. So, dann wollen wir die jetzt mal einsetzen hier. Killbild, du hast die alle. Stärkesamen benutzen auf Mary. Damit sie ein bisschen mehr Bums hat, sozusagen. Hey. Was ist das jetzt? Lebenssamen bekommt auf jeden Fall auch Mary. Oh, 3 Punkte, Wahnsinn. Ausdauersamen gebe ich mir jetzt mal selber. Mhm. Weisheitssamen auf Mary. So. Wow. Na, da haben wir wieder schön geplündert. Hat sich schon wieder gelohnt. Was haben wir hier noch schönes? Oh, hi. Übrigens, wer bist du? Go home, before you get into trouble. Troublemaker. Go home, before you get into trouble. Achso, den Typen haben sie vergessen zu übersetzen. Und toll, wie komme ich jetzt hier an den Typis vorbei? Ah, nichts genutzt, schade. Tattoo. Oh. Klar. Red Scorpion, du hast jetzt ein Tattoo. Ausrüsten. Red Scorpion, du hast jetzt ein Tattoo. Cool. Hm. Tja, wie kommen wir jetzt an den Typis hier vorbei, ne? Schlecht. Das heißt, das war jetzt doch einmal umsonst hier lang gelaufen. Hm. Tja, was machen wir da? So, ich glaube, noch ein jetzt nach oben und dann nach rechts. Geht's zum Ausgang? Oh. Ja. Oh, ein schlechter. Cazula? Kapuzen? Irgendwas. Hm. Gehen wir jetzt hin? Können wir nach Norden gehen? Hm. Das ist jetzt blöd, nicht? Weil ich wollte doch eigentlich den Entführer. Oh, hier. Das war eine...
Pass auf Gegner. Zungenbär? Zungenbär? Killeraffe. Und der Zauberklops. Naja. So wirklich stark sind die Gegner ja doch nicht. Oh, hier ist wieder ein Königreich. Toll. Oh, was ist denn das hier? Ein Widder? Widderling. Hi. Ein Widderling finde ich toll. So, guten Tag. Willkommen im Schloss. So und so. Willkommen im Schrein von Dharma. Ah, Pick benötigt noch Erfahrungspunkte. Ja, niemand speichern. So. Den Fortschritt wurde aufgezeichnet. Das möchte ich so fortsetzen. Ja. So. Cool, Alter. Das ist ja voll geil hier. Ich werde ein Händler. Na dann. Ich möchte ein Kämpfer werden. Ich möchte ein Magier werden. Eine Magierin müsste sie doch werden. Was ist das? Na, egal. Ich möchte wieder ein junges Mädchen sein. Ah, ja, nee. Ist klar, nee. Geil. Der Typ hatte doch echt eine Mini-Medaille am Sack. Hat der auch was? Lol. Tö. Zufälle gibt's. Einfach nur das Dummdudelei. Mal da rein. Da ist der Oppi, mit dem ich dann irgendwas machen kann. Was ist das? Oh, der ist nichts. Auch wenn du deine Stufe verlierst, wenn du die Klasse wechselst, werden deine Taten in der Vergangenheit dir weiter von Nutzen sein. Wenn ein Priester zum Kämpfer wird und dann wieder zum Priester, ist er wieder auf Level 1. Häufiges Wechseln der Klasse kann dazu führen, nutzlos dazustehen. Aber wenigstens steigst du wieder schnell auf. Hm, das stimmt. Hi. Wenn ein Magier zum Kämpfer wird, kann er immer noch zaubern. Da du auf Stufe 1 anfängst, wäre es schlecht, mit der ganzen Gruppe die Klasse zu wechseln. Ich empfehle dir, nur einen oder zwei deiner Begleiter zur selben Zeit die Klasse wechseln zu lassen. Wenn das dein erstes Mal ist, versuch einen Priester zum Mönch werden zu lassen oder andersherum. Oder vielleicht kannst du beides tun. Zwei Begleiter, die heilen können, sind sehr hilfreich. Und wenn die Kämpfer sind, können sie ihre Zaubersprüche sogar früher einsetzen. Also Mary zum Kämpfer machen lassen und dann kann die früher zaubern. Das klingt ja nicht schlecht. Ich will, ich will jetzt zwar die C-Klasse nicht wechseln, aber wir hören uns trotzdem, was der Opa zu sagen hat. Dies ist der Schrein von Dharma. Du kannst deinen Beruf hier ändern. Möchtest du den Beruf von jemandem ändern? Nö. Also gut, dann mach dich auf den Weg. See ya. Hab ich doch noch jemanden entdeckt. Hi, Omai. Ich bin ein Shinto-Priester. Ich diene Marinan, dem Gott der Namen. Ich bin gesegnet mit der Macht, Menschen einen neuen Namen zu geben. Möchtest du, dass ich einem deiner Teammitglieder einen neuen Namen gebe? Nö, aber das ist cool. Oh, also dann, wenn du noch jemanden einen neuen Namen geben möchtest, schau einfach wieder vorbei. Ich biete dafür, dass du eine sichere Reise haben wirst. Cool. Das sind Funktionen, die ich mag. Warum auch immer. Oh, hier ist ja auch noch was. Hier versteckt sich keiner. Hm. Mist. Na, gucken wir mal da hoch. Na. Hi. Oh, hier sind auch noch viele Leute, du. Fern im Osten liegt das goldene Land von Zipangu. Eines Tages möchte ich gern dorthin gehen. Cool. Da ist ein Priester. Und da ist ein Inn. Das ist ja nice. Kann man noch was einkaufen? Nee. Hi. Willkommen in der Herberge. Das macht 8 Goldmünzen. Boah, das ist ja voll der Schnapper, ja. Not übel, not übel. Tja, was macht man jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Wie schaffen wir es, die Leute zu überzeugen, also die Entführer zu überzeugen, uns da reinzulassen? Gucken wir auf die Karte. Kommen wir weiter nach oben. Oh ja. Tja, gucken wir uns weiter um. Da ist ein Turm. Und hier sind Affen. Killeraffen. Oh, Mary ist Stufe 8, 16. Geil. Magieentzug hat sie gerade gelernt. Toll.
Oh, es ist schon wieder so weit. Also können wir dann im nächsten Part hier einfach mal diesen Turm stürmen und gucken, was uns hier erwartet. Also sehen wir uns wieder im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Beat a Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Ich freue mich drauf, macht's gut, bis dahin und tschaußen!